Ah ja, da hat jemand Hunger hier. Der Hallo Fischer. 4600. Ja, würde gerne was abgeben, aber jetzt habe ich selber gegessen. Aber war lecker, kann ich nur empfehlen. So, bin mal gespannt, wo ich jetzt hinkomme. Ah, wieder Skelette. Aber vielleicht bin ja jetzt besser ausgerüstet. Vielleicht kann ich da sogar jetzt auch ein Skelett killen. Aber eigentlich sollten die ja nicht so schlau sein, Skelette, weil die haben ja kein Gehirn. Ey, ich hab's geschafft. Juhu, mein erstes Skelett. Was hat... Aber reich sind sie. Aber da hinten läuft da auch noch so einer rum. Ah, ich kann jetzt hier... Stimmt, das kann ich ja. Das habe ich ja gelernt. Kann ich sogar selber Gold abbauen. Das hat sich gelohnt. Oh, kann ich noch mehr? Nichts. Das ist alles? Das ganze Ding hat 5? Nichts. So, dann brauche ich nur einen Goldschmelze oder wie? Wo ich das dann schmelzen kann. Weiß ich nicht. Der bewacht das noch, aber den kriege ich doch bestimmt auch fertig, wenn ich den eingeschafft habe. Oh, Alter, ein Schlag. Nein. Nein. Wie kann das denn sein jetzt? Na gut. Na gut, der eine war wohl leichter als der andere. Aber wahrscheinlich war der eine, der war ja auch so ein bisschen in der Wand verkeilt, dass er deswegen nicht so einen großen Bewegungsradius hatte, um gegen mich sich zu wehren. Könnte natürlich sein. Ah ne, jetzt kommen beide jetzt, ne? Ich hoffe, der kommt jetzt nicht von hinten an, der andere. Oh nein, jetzt kommt da noch einer von unten. Das ist ja nett. Warum gibt es hier so viele... Ja, ist klar. 3 gegen 1, das ist doch auch unfair. Da hilft auch meine neue Bewaffnung nicht. Egal, wo man jetzt auf dieser Insel hinkommt, überall kommen nur diese komischen Skelette. Wie soll ich denn da den Vater von der Patty finden? Oder neue Hinweise zumindest. Irgendwas stand da doch mit Ost. Ich glaube, ich muss schon hier hin. Oder kann ich da irgendwie dran vorbei? Ja, ich versuche es noch einmal und sonst muss ich gucken, ob ich einen Weg finde, der da drum herum führt. Das ist ja auch fies, wenn da 3 Skelette auf einen kommen. Wenn ich hier weiter außen laufe, vielleicht. Oh ne, jetzt kommen die schon. Ja, einen habe ich. Ah, gut, dass der gewartet hat hier. Das ist nett. Das finde ich ja voll korrekt, dass der gewartet hat, bis ich den anderen fertig gemacht habe. Der hätte ja auch ein leichtes Spiel gehabt, jetzt mich von hinten zu erledigen. Ah, Mann. Die darf man einfach nur nicht zum Schlagen kommen lassen. Was will denn ein Skelett mit einer Fackel? Das ist echt... Eine Donnerkeule. Und wo ist der andere? Stabile Axt. Wo ist denn das?
Okay, will ich mal gucken, was ich da jetzt eingesammelt habe. Ah, hier, ne? Hiebschaden. Ah, das ist nicht so doll, ne? 18. Da ist mein Schwert schon besser, ne? Ob, ich weiß noch nicht, ob Hiebschaden höher bewertet wird als Klingenschaden. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich behalte meine... das Schwert von Bronco behalte ich mal. Nee, warte mal, da war doch noch leichte Streitaxt. Das war die, die ich... Nee, doch, die leichte Streitaxt. Nee, das ist meins, ne? Das hatte ich vorher. Ich dachte, ich hätte noch irgendwas anderes eingesammelt. Nee, gut. Ja, weiß ich jetzt nicht. Wohin? Jetzt hier runter? Das geht dann weiter in den Berg rein. Oder da hoch. Da müsste es ja wieder rausgehen. Aber genau, hier muss ich noch Gold... Gold natürlich mitnehmen, das darf ich natürlich nicht vergessen. Das hat sich gelohnt. Ja, 5 Goldbrocken. Dann, wo haben wir die denn hier aufgelistet? Hier bestimmt, ne? Dann habe ich jetzt 7 Goldbrocken. Kann man verkaufen oder Schmuckstücke draus schmieden? Warum kann ich da keine Goldmünzen draus schmieden? Na gut, kann ich auch verkaufen, dann kriege ich ja auch Gold. Müssen wir mal gucken, ne? Ob wir da einen guten Händler finden, der das gebrauchen könnte. Was ist das denn für einer? Ah, warte mal. Warum habe ich nicht gespeichert? Ein Ghoul. Nein! Nein! Warum habe ich nicht gespeichert? Warum ist da ein Ghoul? Das ist doch Fragen über Fragen. Oder habe ich gespeichert? Hat er Autospeicherung gemacht? Oder? Nee. Ja gut, ich kriege die Skelette ja nun fertig. Weiß ja jetzt, wie es geht. Hoffe ich jetzt. Okay, wenn da oben ein Ghoul ist, dann ist vielleicht doch besser... Ah, hier hat er gespeichert. Das ist ja super. Dann muss ich Skelette ja doch nicht nochmal machen. Habe ich jetzt gar nicht so... Warte mal, ich guck mal unten. Vielleicht ist der Weg ja besser. Mal sehen, was sagt der Chat so? Hallöchen, Mrs. Let's Play. Schön, dass du da bist. Ich kann nur nicht immer in Chat gucken. Weil ich habe keine 2 Monitore, muss dann immer aus dem Spiel raus. Schön, dass du jedenfalls mit dabei bist, hier bei Skelette killen. Na komm. Schnutzibu, komm. Schnutzibu. Ja, fein. Sag bloß, der ist stärker als die anderen, oder? Aber ich bin doch bestimmt schneller als der, oder? Der. Doch, das sieht auch gut aus, ne? Den kriegen wir auch klein, außer er. Naja, haben trotzdem ein bisschen was verloren. Oh, 3 Heiltränke, das hat sich ja voll gelohnt. Also jetzt nicht ironisch jetzt gemeint, ne? Das war schon ernst gemeint. Weil sonst habe ich immer einen höchstens bekommen. Und ganz selten kommen die Dinger ja vor, ne? In diesem Spiel. Ein Säbel hat der. Ist der gut, der Säbel? Selber? Wo ist der denn, der Säbel? Der hier, ne? Ne. Aber gut, da haben wir wieder Sachen, die wir auch verkaufen können. Nur mal schön Chat. Ah, gut. Eine, die auf Killen steht. Ich hoffe, du hast da selber noch keine gekillt. Also ich werde das aber für mich behalten, ne? Dass du... So, okay. Das haben wir dann soweit erledigt. Oh Mann, ich will hier gar nicht rein. Hier geht's nämlich immer tiefer in den Berg. Denn hier, zeig nochmal, wo ich hier bin. Ich bin hier im Osten auf der Karte. Aber da stand bei der letzten Notiz von Pettys Vater, da stand irgendwas mit Nord-Nord-Ost oder irgendwie so, ne? Und dann sind wir schon auf dem richtigen Weg, hoffe ich.
Ah, da ist ja noch einer. Die ganze Familie Skeletor. Oh Mann, der sieht stärker aus. Nein! Ah, ich hätte mich mal heilen sollen. Jetzt habe ich auch nicht gespeichert, ne? Ah, Mann. Das ist ja... Ja, jedenfalls werde ich den, was ich jetzt hier aufnehme, natürlich auf YouTube hochladen. Da könnt ihr ja mal vorbeischauen. Falls euch Risen interessiert und so, könnt ihr natürlich alles von Anfang an sehen. Ich habe auch eine Zusammenfassung gemacht, die ich erst neulich vor ein paar Tagen veröffentlicht habe. Das sieht auch witzig aus. Hier mit dem Kopf nach unten, die Beine in die Höhe. Okay, na gut, dann müssen wir den nochmal platt machen. Und ich glaube, ich muss hier nach jedem Skelett mal speichern. Weil die sind... Ich hoffe, der hat immer noch drei Heiltränke bei sich. Muss nur schnell genug schlagen. Ich darf den nur nicht so weit... Nein! Ah, scheiße. Der hat mich gleich. Ah, Mist. Na gut. Das ging jetzt diesmal nicht so gut. Egal. Wenn jemand wütend auf dich ist und nicht mehr mit dir redet, kannst du ihn mit einem Witzzauberspruch beruhigen. Ne? Solltet ihr mal ausprobieren. Ich hoffe, ihr habt auch ein paar Witzzaubersprüche parat bei solchen Situationen. Für sonst versucht es einfach mal mit einem Witz und dann redet derjenige bestimmt auch wieder mit euch. So. Komm. Ich lock den erstmal hier ein bisschen an, weil ich habe keine Lust, dass der mich da hinten hinlockt zu den anderen. Weil zwei auf einmal ist halt mit Skeletten halt schlecht. Boah, muss echt schnell sein, weil sobald man einmal ein bisschen langsamer zuschlägt, haben die eine Chance. Und es war diesmal kein Heiltrank dabei, ne? Ach Mann, ey. Was soll denn das? Vorhin, oh Mann, ey. Brauche ich ja erst gar nicht dahin auftauchen. Warum sind denn da jetzt keine drei Heiltränke? Das ist echt sehr spärlich hier mit den Heiltränken bei diesem Spiel. Ja, ich muss erstmal ein bisschen hier auftanken. So. Ach Mann, das doch... Nehme ich mal hier noch Heilkraut. Die Milch macht's. Maximale Lebensenergie? Da habe ich... Ey, das ist ja cool. Da habe ich ja übersehen. Cool, sowas habe ich. Da habe ich 7 Stück sogar davon. Ja, ist halt gut, ne? Bei so einem Spiel immer jede Pflanze, die man findet, mitnehmen. Einfach mitnehmen. Achso, ich sollte mal speichern. So, weiter geht's. Sagt der Chat.